Einstieg in meine Gedankenwelt. Die einzige Welt, die ich überhaupt habe. Geschrieben und gesprochen von Reinhard Steinbrecher alias DJ Stoney, der Dandy, oder auch der nachdenkende und literarische Wilfried Liebe, ein Pseudonym, dem ich ganz und gar nicht gerecht werden kann, aber ich arbeite in diese Richtung. Der Name soll also Programm sein oder werden. Will, Frieden und Liebe. Mein Gehirn. Hat mein Gehirn zwei Systeme für seine Entscheidungen? Und welches davon will ich nun haben? Das System 1? Die Reflexe, Eingebungen, aber woher? Unbewusst und nicht hinterfragte, sozialisierte Reaktionen? Problem. System 1 ist bei mir sehr vorlaut. Meldet sich immer vor System 2, glaubt immer Recht zu haben. Muss immer Recht haben. Nie um der Wahrheit wegen. Narzissmus. Minderwertigkeitskomplexe. Gekränktes Selbstbewusstsein. Mein System 1 beruht offensichtlich auf jenem menschenfeindlichen und kurzsichtig egoistischen faschistoiden Gedankengut meiner Erzieher und eines Teils meiner täglichen Umwelt. Menschen, Medien. Es will nicht, was ich will, sondern immer das Gegenteil. Ich beneide Menschen im System 1, denn dort sind solche Worte zu Hause und nur dort solch für mich faschistische Wörter wie Neid, Eifersucht, Streit, Hass, Gewalt, Lust am Quälen, Rachegelüste, Sühnegelüste, all das, was keinem Menschen auf der Welt weiterhelfen kann. Also, ich beneide im System 1 Menschen, die dazu erzogen wurden, sich über das Glück anderer zu freuen, anstelle dieses Neides, der mein System 1 so hinterhältig macht. System 2 weniger mit Gefühlen beschäftigt und wenn, dann vor allen Dingen mit Gefühl, aber nicht von oben herab, nicht mit Arroganz, sondern wissend, dass die, denen es noch schlechter geht als mir, noch mehr Pech hatten, also mein aufrichtiges, nicht arrogantes Mitgefühl brauchen, mein Verständnis, meine Empathie. Meine Zuneigung, meine Liebe, meine Freundschaft, meine Hilfsbereitschaft und immer wieder mein Verständnis, mein Wissen darum,
dass sie sind, wie sie sind, weil ein böses System sie so gemacht hat. Soweit, falls überhaupt nötig, Gefühle im System 2, was ich für besser halte, weil leichter steuerbar. Es dauert immer so viel Zeit, Gefühle, die man nicht haben mag, zu verändern über autogenes Training oder über viel Nachdenken oder was auch immer. Und ich sagte es schon, System 2 braucht ja grundsätzlich zu viel Zeit, weil es immer nachfragt, verschiedene Lösungen durchspielt, die guten alten Rollenspiele zum Beispiel, verschiedene Interessen durchleuchtet, Wissen und Informationen einholt, sich beraten lässt, ausgiebigst, auch zuhört beim sich raten und beraten lassen, viel lieber zuhört, was System 1 überhaupt nicht kann, das Zuhören, und sich Gedanken über das Gehörte macht. Also gerne tut und dem folgt, was kompetente Leute ausreichend begründet raten, wenn es nicht immer so viel Schwätzer gäbe, die Unüberlegtes erzählen oder gar mich manipulieren wollen. Also nicht auf mein persönliches Wunschdenken aufgebaut, was würde ich gerne hören, und nehme ich dann nur das zur Kenntnis, was ich gerne hören möchte, und das, da mache ich die Augen zu, wenn etwas kommt, was eine unangenehme Wahrheit ist, was ich nicht hören möchte. System 2 versucht ziemlich gnadenlos ehrlich zu sein, auch wenn es noch so weh tut, hilft ja alles nichts. Und zwar ehrlich vor allem zu sich selbst und damit natürlich zu mir. Man muss sich in dieser Welt nicht unbedingt immer nackig machen, um dann noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Man kann schon seine Show spielen und ich weiß, wovon ich rede. Aber doch sich selbst gegenüber, da lohnt es sich doch nicht, sich diese Show selbst abzunehmen, sie sich selbst zu glauben, die Rolle zu glauben, die man in der Welt spielt, weil man glaubt, sie spielen zu müssen und sie vielleicht sogar spielen muss, um zu überleben. System 2 setzt lieber auf Anpassungsfähigkeit, Toleranz, Kompromisse, anstelle Verbohrtheit, Sturheit, Rechthaberei bis hin zur Diktatur. Ich rede, du hörst zu und gemacht wird, was ich sage. Fertig. Soweit es so etwas wie einen freien Willen gibt, soll mein Wille sein, System 2 konsequent zu folgen. System 1, soweit es überhaupt geht, zu ignorieren. System 2 akzeptiert keine Vorurteile, außer wenn es darum geht, zunächst einmal Trends zu ermitteln in Statistiken, damit man eine vorgegebene Richtung hat. Aber sobald man diese Richtung glaubt zu kennen, immer wieder schauen, stimmt die auch, täusche ich mich nicht, und vor allen Dingen dann Einzelfälle angehen,
Denn für eine neue Erfahrung sind eventuell Trends das Wichtige, damit man eine Richtung erkennen kann. Aber die Ausnahme heißt es doch bestimmt immer die Regel. Also genau genommen können wir auf eine Regel erst dann kommen, wenn wir den ersten Einzelfall und den zweiten Einzelfall und den dritten Einzelfall beleuchten, feststellen, da gibt es Unterschiede in jedem einzelnen Einzelfall. Und deswegen müssen wir dann sehen, wo sind in diesen Unterschieden schon Gruppen, die Kompromisse machen, und wo geht es dann irgendwie in eine brauchbare Richtung. Vielleicht können wir überhaupt nicht an eine beweisbare Wahrheit kommen. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Tatsachen, Fakten zu ermitteln, die als unumstößlich gelten können. 1 plus 1 ist 2, die Erde ist keine Scheibe. Und darüber hinaus dann zum Beispiel über Empirie, über Erfahrungen, das Wissen auf ein neues Level zu bringen, ein zuverlässigeres Level zu bringen, eines mit viel, viel mehr Argumenten und viel griffigeren Argumenten, immer in dem Wissen, dieses Kartenhaus, das wir uns da bauen, kann jeden Moment einstürzen. Ein stündlich, minütlich neues Dazulernen, Reifen, klüger werden. Das sich verändern als zuverlässige Konstante. Mit System 1 will ich nichts zu tun haben, es sei denn, was ja durchaus passieren kann, es täuscht sich zufälligerweise einmal nicht. Es kann also in System 1 auch mal was auftauchen, was brauchbar ist. Problem ist nur, das wäre eher einem Glücksfall geschuldet, weil kein brauchbares System dahinter steckt. Trotzdem, wenn in System 1 etwas auftaucht, was sich in System 2 als brauchbar erweist, dann nehme ich es gerne in die Gemeinschaft von System 2 auf. Ansonsten ist System 1 eben einfach zu unzuverlässig. Ich brauche ein ganz klein wenig zuverlässigeres System und ich sehe noch keine Alternative zu Gedanken aus meinem Gehirn in System 2. Verstehe ich damit meine Gedanken und somit mich selbst richtig? Wie erlebst du dich?